Wenn du wissen willst, wie du Magnum Holz ganz leicht selber ausbessern kannst, bleib dran! Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja, willkommen bei der Videoreihe Tipp der Woche. Heute ist Teil 3 dran. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du Macken aus Holz selber ausbessern kannst. Wie oft kommt es vor, dass man eine Holzplatte hat oder einen alten Tisch, den möchte man zum Beispiel neu schleifen und man entdeckt Macken oder Riefen oder wie auch immer und dieses ist irgendeine Holzsorte oder vielleicht sogar hat eine bestimmte Farbe und man kriegt auch kein Kit im Baumarkt oder wo auch immer. Und ich zeige dir heute eine Methode, mit der du im Grunde ja eigentlich fast jede Holzsorte die Oberfläche wieder ausbessern kannst. So, ich habe mal eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar alles, was wir benötigen, ist im Grunde etwas Holzleim, eine Auflage, wo wir Holzleim gleich drauf machen können. Ich nehme immer gerne hier auch zum Klebermischen, nehme ich gerne hier einfach so ein Post-it, mache ich drauf und dann kann ich das wegschmeißen. Ein Schleifbock und hier so eine Spachtel. Dann habe ich hier einfach mal drei verschiedene Sorten Holz vorbereitet. Wir haben jetzt hier ganz normale Spanplatte. Hier haben wir Sperrholz oder auch Multiplex genannt. Und hier habe ich eine Massivholzplatte. Und in jede Platte habe ich jetzt hier mal grob selber eine Macke reingehauen, um einfach mal zu zeigen, wie man diese Macken hier ausbessern kann. Ich versuche das mal in die Kamera zu bekommen. Mal gucken, ob die Kamera das auch fokussiert. Ja, also hier sieht man, hier habe ich eine tiefe Macke und hier auch. Dann habe ich hier an dieser Stelle ist eine Macke und noch ein bisschen ausgefranst. Hier habe ich die Sperrholzplatte. Spanplatte meine ich, Entschuldigung. Also hier habe ich die Spanplatte, hier ist auch eine tiefe Macke drin und ein Stück ausgebrochen. So, wir fangen einfach mal mit der Massivholzplatte an. Hier habe ich passend zu der Holzsorte ganz feine Späne. Das ist schon wie Mehl, das ist super fein. Und zwar entsteht das, wenn man hier einfach mit so einem Schleifbock oder auch mit dem Bandschleifer das Holz bearbeitet. Dann entsteht hier ein ganz feiner Staub und diesen Staub brauchen wir. Ja, hier habe ich jetzt auch wieder ein bisschen was. Diesen Staub brauchen wir. Im ersten Schritt müssen wir unsere Holzplatte und die Stelle natürlich, die jetzt die Macke hat, ein bisschen bearbeiten. Das heißt, wir schleifen uns das erstmal hier schön frei, sodass wir auch die Ausfransung rausbekommen. Hier hinten sehe ich auch eine Macke, die habe ich nicht selbst gemacht, sondern die war schon drin. Die können wir gleich auch mal ausbessern. So. Ihr müsst darauf achten, dass die Späne, wenn ihr jetzt anfängt zu schleifen, dass die Späne, dieser feine Staub da drin nicht liegen bleibt, das am besten direkt wieder ausblasen. So, als nächstes nehmen wir uns hier so ein Stück Papier oder Unterlage, was auch immer, wo ihr das am liebsten drauf machen wollt. Da machen wir etwas Holzleim drauf. Und dann nehmen wir etwas von unseren Spänen. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz feiner Abtrag, wenn man das hier schön schleift. So. Das vermischen wir jetzt miteinander und bekommen eine etwas dickflüssigere Paste. Wichtig ist, das schön durchkneten und man darf jetzt auch nicht zu lange warten, sonst fängt der Kleber an langsam fest zu werden. So, jetzt nehme ich mir einfach hier so einen Klumpen, tue mir das grob hier in die Macke einarbeiten.
ruhig mal ein bisschen reindrücken, dass das Ganze sich schön da drinnen verteilt. So, hier schön in die Macke rein. Jetzt ziehen wir das ein bisschen ab, machen hier vorne auch was rein. So, und jetzt nehme ich meinen Spachtel. Kann auch eine Karte sein, was auch immer. Und ziehe das hier vorsichtig ab. Nochmal nachdrücken. Mal kurz drüber fühlen, das ist gut. So, und hier auch. Das Tolle an der ganzen Geschichte ist, am Ende, wenn die Masse hier ausgetrocknet ist, dann können wir das auch noch abschleifen. Das heißt, wenn jetzt ein bisschen, wenn was drüber steht, ein kleiner Huppel oder was auch immer, ist es gar nicht so schlimm. Das kann man nachher schön abschleifen und bekommt dann wieder eine saubere Oberfläche. So, als nächstes wollen wir mal hier diese Multiplex-Platte bearbeiten. Hier habe ich auch, wie gesagt, eine Macke drin. Da das gleiche Spiel. Wir bessern das hier rundherum ein bisschen aus. Schleifen das Ganze ein bisschen an. Beim Schleifen entsteht schon im Grunde unser Grundmaterial für unser Kit. Wieder etwas Holzleim nehmen. Ein bisschen Holzmehl drauf. Muss man so ein bisschen Gefühl für kriegen nachher, wie viel man zusammenmischt. Ich habe jetzt kein Verhältnis, was ich euch mitteilen kann. Einfach nach Gefühl mischen. So. Jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Material. Schmieren das schön hier in unsere Macke rein. Und ruhig reindrücken. So. Und dann auch hier wieder ein Spachtel. Ein bisschen draufdrücken und schön abziehen. Sehr gut. Auch hier, wenn es trocknet, geht die Feuchtigkeit aus dem Kleber raus und das Ganze nimmt die Farbe von dem Holz an. Sollte es danach ein bisschen absacken, der Kleber, weil es sich ja zusammenzieht, dann diese Prozedur einfach nochmal wiederholen. Oder halt von vornherein ruhig einen kleinen Huppel drauf lassen. Zum Beispiel so hier, muss nicht zu hoch sein. Und den kann man dann später im nächsten Schleifprozess runterschleifen. So, im nächsten Schritt die Spanholzplatte. Hier ist auch, wie gesagt, hier vorne eine Macke und etwas ausgebrochen. Gleiches Spiel, wir schleifen die Oberfläche erstmal an. Ich habe hier übrigens 120er Schleifpapier. Das reicht vollkommen aus. Ein bisschen Holzleim. Etwas Mehl. Je nachdem, was für eine Holzsorte ich sehr oft bearbeite, tue ich auch gerne dieses Holzmehl dann aufheben. Sprich in einer Dose oder wo auch immer. Weil dann kann ich das immer wieder verwenden. Und auch hier nehmen wir die Masse, drücken diese schön hier in die Fuge und Ausbruch rein und ziehen das Ganze in unseren Spachtel wieder ab. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass doch ein Abo da, aktivier die Glocke und wenn du magst, gib noch einen Daumen hoch. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.